Danke an die Kollegen der Nachrichten und herzlich willkommen zu Brisant. Auch wir erinnern an Ludwig Haas, den verstorbenen Lindenstraßen-Star. Weggefährten erinnern sich heute bei uns in der Sendung. Und jetzt starten wir. Trockenheit, Hochwasser, Stürme, Brände haben wir gerade gesehen. All diese Dinge beobachtet eine Frau sehr genau, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Sie forscht über unser Klima und sagt, das kann man wütendes Wetter nennen, sowas. Das sind alles Warnzeichen, dass wir reagieren müssen. Und wir können auch noch reagieren, aber wir sollten eben loslegen. Das sind die Worte von Friederike Otto, die gerade vom Time Magazine zu einem der 100 einflussreichsten Menschen in diesem Jahr gewählt wurde. Und sie kommt jetzt mit sehr mahnenden Worten an uns alle. Wie sich das alles angefühlt hat, das werden die wahrscheinlich in den nächsten Stunden erzählen. Die Bilder sind noch ganz frisch. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Vor 2 Wochen erst wurde eine Bande hochgenommen, die verantwortlich sein soll für die vielen Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen. Das Verrückte ist aber nun, die Serie reißt nicht ab. Jetzt ist das wieder passiert. Dankeschön an Michaela Koschak. Und wenn Sie unseren Film gesehen haben, dann fragen Sie sich jetzt vielleicht, aber was kann ich da tun? Und beim Holz- und Möbelkauf geht's tatsächlich los. Und da können wir ganz viel tun. Woraus Sie achten sollten, dazu online mehr, unser Service auf brisant.de. Es gibt sehr viele, die sind gerade in Griechenland im Urlaub und die werden vielleicht noch die Folgen der großen Waldbrände im August sehen. Da haben wir ja täglich hier in der Sendung berichtet und Ihnen diese Bilder hier gezeigt. Und da haben wir uns schon gefragt, ist das alles noch so normal? Sind Feuer dieser Größenordnung etwas, an das wir uns tatsächlich gewöhnen müssen? Und was heißt das dann für Mensch und Tier? Und wir waren jetzt wieder in Griechenland, und zwar genauer auf der Insel Euböa für unsere neue Rubrik Klimax, wo es im Sommer mit am schwersten gebrannt hat. Und wir hören, was das Feuer den Menschen und der Natur schon jetzt genommen hat. Und das gilt sogar für die Kleinsten. Ja, mutige Julia, das bist du wirklich. Wir gucken auf unsere neue Rubrik, die heißt Klimax. Und da schauen wir heute dorthin, wo wir sonst Erholung suchen. Aber von Erholung kann man in manchen Wäldern eben schon gar nicht mehr reden, weil sie so krank sind. Es ist ein alarmierender Bericht, den wir Ihnen heute unbedingt zeigen wollen. Machen wir gleich hier in der Sendung. Aber erst einmal geht es nach Hagen zu einer riesigen Rauchsäule. Es gab immer wieder Explosionen. Dann hörte man Menschen rufen. So wird berichtet, was ist hier eigentlich los? Den Grund, den wissen wir inzwischen. Es brennt hier in Hagen südlich von Dortmund auf einem Industriegelände in einer großen Lagerhalle. Und was da gebrannt hat, war zum Teil explosiv. Und so entstanden giftige Dämpfe. So wurde vermutet, weshalb die Anwohner gebeten wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Und dann nehmen wir Sie jetzt noch mit ins All. William Shatner, bekannt als Captain Kirk, wird das tun, höchstpersönlich. Vom Raumschiff Enterprise kennen Sie ihn vielleicht. Der hat sich vor einer guten halben Stunde ins All Verrücktes zu tun. Er ist 90 Jahre alt und war jetzt tatsächlich für 10 Minuten dort oben. Die Kosten-Nutzen-Rechnung, die machen wir da besser gar nicht auf. Und vom Umweltaspekt ganz zu schweigen, aber es sind irre Bilder und heute hat es dann wirklich geklappt. Mahnende Bilder und die bringen uns zum neuen Thema. Wir haben nämlich eine neue Rubrik, die liegt uns wirklich sehr am Herzen, denn wir wollen das Klima zum großen Thema machen bei uns in der Sendung. Klimax, da steht es, so heißt unsere neue Rubrik, in der wir auf drängende, brisante Themen rund um das Thema Klima gucken wollen. Und heute geht es um etwas, das uns alle sorgen sollte. Es geht um das Waldsterben. Michaela Koschak ist eigentlich Klimaexpertin und sie hat aber auch das große Steckenpferd Wald für sich entdeckt. Und sie hat uns mitgenommen auf eine ziemlich erschreckende Reise. Es geht durch den Harz und einen ganz schön toten Wald. Dass sie nun sagt, ich mag Natur, aber in Maßen. Wir haben ja alle gelacht. Dankeschön an Friederike Otto. Das mit dem Wochenhand aus, das klingt noch ausbaufähig. Unsere Rubrik Klimax war das immer am Mittwoch nächste Woche wieder. Und hier geht's jetzt weiter mit großem Kino, brisant, prominent. Sagt Schweighöfer, würde es übrigens ähnlich gehen und beide hätten sich jetzt darauf geeinigt, man dürfe sich auch mal als der jeweils andere ausgeben. Wir haben aber jetzt den echten Matthias Schweighöfer mit richtigen Fans und was Neues gibt's auch noch. Und hier wird's jetzt auch noch mal leiser, denn es war ein leiser Abschied und tatsächlich auch ein ganz privater. Und doch ist es jetzt bekannt geworden, dass Schauspieler Ludwig Haas. Und es war eine Rolle, die er selbst sehr geschätzt hat und seine Kollegen schätzten ihn. Er wird erinnert werden. Ich saß damals auch immer gern davor. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend heute. Freuen uns auf morgen brisant, 17:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.